Lektion 239. Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene. Lass nicht durch eine falsche Demut heute die Wahrheit über uns versteckt sein. Lass uns stattdessen dankbar für die Gabe sein, die uns unser Vater gab. Können wir in denen, mit denen er seine Herrlichkeit teilt, irgendeine Spur von Sünde und von Schuld erblicken? Und kann es sein, dass wir nicht unter ihnen sind, wenn er seinen Sohn auf ewig und mit vollkommener Konstanz liebt, im Wissen, dass er ist, wie er ihn schuf? Wir danken dir, Vater, für das Licht, das ewig in uns leuchtet. Und wir ehren es, weil du es mit uns teilst. Wir sind eins in diesem Licht vereint und eins mit dir, in Frieden und mit der ganzen Schöpfung und mit uns selbst. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das ist eines der größten Teile von Falschinformationen, mit denen ihr in eurer Gesellschaft indoktriniert wurde. Und es besagt, dass du getrennt bist von Gott und dass Gott dich verlassen hat. Und dass er dir hier in der Welt der Verführung eine unmögliche Aufgabe gestellt hat. Er hat dir den freien Willen gegeben und dir wurde nicht erlaubt, ihn zu nutzen. Das ist eine der verwirrendsten Lehren, die durch die Jahrhunderte hier gegeben wurde. Dir wurde der freie Wille gegeben und dir wurde ein System der inneren Führung gegeben, das in Übereinstimmung mit Liebe ist. Und dir wurde die Wahl gegeben. Euch allen wurde die Wahl gegeben. Fühlst du dich gut oder fühlst du dich schlecht? Das Problem mit dem System, in dem du aufgewachsen bist, ist, dass euch nicht gelehrt wurde, was es bedeutet, sich schlecht zu fühlen. Euch wurde gelehrt, dass wenn ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr auf etwas von außerhalb von euch schaut, ist auf etwas schauen, das außerhalb von euch ist. Aber es ist nicht auf etwas von außerhalb. Es ist nicht auf etwas außerhalb von euch zu schauen. Es bedeutet, auf eine Reflexion eures eigenen Geistes zu schauen, die euch nicht verlassen hat. Es scheint außerhalb von euch zu sein. Doch das ist es nicht. Es ist weiterhin mit euch verbunden. Und diese Projektion, diese scheinbare Trennung, trickst dich aus, sodass du denkst, du könntest jemanden anderen verurteilen oder angreifen, ohne dass du selbst leidest. Es ist die illusionäre Welt, in der ihr alle lebt. Nun, und diese Idee, dass diese Welt illusorisch ist, ist für viele von euch sehr verwirrend, denn es fühlt sich so unglaublich echt an. Aber das ist deshalb so, weil euch die Idee der Projektion nicht gelehrt wurde und so versteht ihr das nicht wirklich. Doch es ist nicht so, das, was von euch getrennt scheint, ist nicht von euch getrennt. Und das ist der Grund, warum eure Brüder eure Erlösung sind und warum ihr ihre Erlösung seid. Denn ihr seid eins. Ihr seid buchstäblich eins. Es gibt keine Trennung. Trennung ist illusorisch. Es ist ein Trick des Geistes. Ausdehnung ist euer natürlicher Zustand. Und das bedeutet, dass ihr versteht, dass anderen etwas zu geben, euch auszudehnen und eure Liebe für die Welt zu zeigen, indem er das euer Bestes zu ihr bringt und es teilt. Diese Ausdehnung ist euer Verständnis, das ihr hier demonstriert. Und es ist euer Verständnis, dass ihr die Welt seid. Ihr seid der eine. Ihr seid verbunden zu allen Dingen. Und die Schönheit und Liebe, die du anbietest, an die Welt, wirst du tausendfältig zurückerhalten. Also freut euch heute, dass ihr diese Lektion gelernt habt, was Projektion ist. Und freut euch heute, dass ihr jetzt versteht,
dass es das Gleiche ist, ob ihr jemanden in Realität oder in eurem Geist angreift. Denn sie sind in eurem Geist, auch wenn sie außerhalb von euch zu sein scheinen. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich spreche morgen wieder zu euch.